Moin Moin Freunde des guten Geschmacks, ich bin ein bisschen weiter weg, ja, aber es gibt jetzt nämlich neue Sachen zu Captain Marvel. Das wird jetzt in diesem Video kommen. Brie Larson hat ja gestern zu Entertainment Weekly auf Twitter oder Instagram geschrieben, dass es ja langsam langweilig geworden ist, weil es noch nichts zu Captain Marvel gibt. Jetzt sind natürlich auf Entertainment Weekly nämlich Bilder erschienen. Ja Mann, Bilder! Kein Trailer, okay, ja, aber der wird wahrscheinlich jetzt bald kommen, denke ich mal. Es ist ja September, also es wird dann nicht mehr lange dauern. So, da haben wir das erste Bild, das zeigt auf jeden Fall diesen Anzug, der meiner Meinung nach wirklich gut aussieht, wenn man jetzt mal das gegeneinander stellt. Hier das rechte ist Original und das links sieht das schon sehr gut aus. Also man muss ja sagen, das haben sie ja eigentlich schon sehr drauf. Marvel generell ja sowieso. Und es ist hier dieser Suit halt von Captain Marvel. Carol Danvers ist das ja ihr Ego, sag mal, ihr alter Ego. Ja, und da sieht man schon diese ganze Kontur mit diesem Stern, mit diesen roten. Ah, es sieht schon nicht schlecht aus. Also finde ich sehr gut. Nehmen wir das weiter, da sind dann die bösen Buben. Das ist einmal Talos, gespielt von Ben Mendelsohn. Die sehen ja aus so ein bisschen wie die, aber ja, sie wissen auch wie von Star Trek oder keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer jetzt die sein sollen. Vielleicht von den Kree kann das ja keiner sein. Sehen so ein bisschen Richtung der Nachtelfen aus, aber das sind die dann ja nicht. Ja, das ist die Frage. Wer sind die? Ne? Was ist das für ein Viech? Das ist die Frage. Sieht aber schon sehr aus, wenn sie dann gelandet sind. Das ist Wasser und so weiter. Gut, da ist einmal Maria Rambeau, gespielt von Lashana Lynch. Im Flieger, Carol Danvers war ja eine Air Force-Pilotin gewesen. Ja, das sieht cool aus. Dann einmal hier Carol Danvers, Captain Marvel, Brie Larson in ihrem Flieger. Sieht auch ziemlich cool aus. Da sieht das ja so schon so aus, dass es auf jeden Fall eine schöne, nette Vorgeschichte geben wird, wie sie denn halt zu Captain Marvel geworden ist. Und das sieht hier aus wie die Kree, ne? Ah, und da sieht man nochmal Ronan den Ankläger, weil das ist ja sein Hammer, den er da hat. Marvel Studios Captain Marvel, Left to Right, Leader of Star Force, ist Jude Law, okay, Leader of Star Force, Ronan, dann Kord, Atlas, Carol Danvers, Roncha und Mina Eva, ja, so. Ah, da ist aber auch noch der eine dabei, der Korat, den kennen wir ja aus Guardians of the Galaxy, das ist ja gespielt von Jimon Honsu. Dann wird man ja auch erfahren, was ist aus ihm geworden, warum ist er nachher dann halt zu Ronan. Also wahrscheinlich gehört ja schon immer zu Ronan. Na, ja, aber das ist schon mal ziemlich cool. Aber das gehört ja wohl einer zu den Kree hier. Zu den Kree, ne, zu den Kree. Weil Captain Marvel ist ja einer von den Kree. Und da sehen wir hier nochmal den Leader of Star Force. Jude Law und Carol Danvers auf einem Bild. Sind ja ziemlich viele Bilder hier. Dann haben wir nochmal hier ein Bild mit auch Carol Danvers in einer Lederjacke. Nächstes Bild. Oh, nächstes Bild zeigt einen ganz jungen, ja, Nick Fury. Und da sehen wir einen Nick Fury, der ein Cut hier hat. Aber er hat noch keine Augenbinde. Die bekommt er dann wohl später. Vielleicht werden wir ja sehen, wer das getan hat. Das bin ich ja echt mal gespannt. Also da bin ich mal wirklich richtig gespannt. Der Regisseur Ryan Flagg, Ben Mendelsohn, der ist ja der Schauspieler. Und einmal, okay, dann nochmal eine Regisseurin, Anna Boden on set. Also eine Frau als Regisseurin, ein Regisseur. Ja, da sehen wir hier nochmal aus. Ganz schön viele Bilder. Woo! Ne, wir sehen jetzt hier auf jeden Fall einmal die Anna Boden, die Regisseurin mit Ronan Ankläger und den Leader of Star Force, den Anführer der Star Force. Und hier sehen wir nochmal Captain Marvel auf dem Cover. Ich muss sagen, geile Sache. Sieht schon nicht schlecht aus. Das waren jetzt hier so gesehen 11 Bilder. 11 Bilder waren es gewesen über den neuen Captain Marvel Film von halt wirklich, dass Ronan der Ankläger da drin ist. Wow, und Nick Fury, hammermäßig. Also ich bin geflasht. Was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare. Und wir werden uns dann in den nächsten Tagen wiedersehen mit vielen, vielen weiteren Marvel-Sachen. Aber auch was anderen. Und würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam. Pew.